Hi Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Ja, was ganz Besonderes, und zwar ein Problem, das jeder Mann hat. Einmal im Leben, naja, meistens zumindest. Und zwar der Verlobungsring. Wie kann man das machen mit diesem Verlobungsring? Und zwar so, dass man die richtige Größe hat. Bei den Ringen, ich habe mich da schon ein bisschen informiert, da wird dieser sogenannte Innendurchmesser, wird da sozusagen ja, angegeben, und anhand von diesem Innendurchmesser kauft man dann den entsprechenden Verlobungsring. Ja, Leute, wie bekomme ich jetzt die richtige Ringgröße raus? Es ist alles nicht so einfach. Weil meine Freundin hat keine Ringe nicht. Das klingt ganz komisch, aber die ist absolut hasst Schmuck. Und ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja nicht umsonst 18 Semester lang zur Uni gegangen. Da gibt es immer noch Tricks. Und zwar, wie kann ich bei einem normalen Gegenstand den Umfang messen? Ja, den kann ich ganz einfach messen, wenn ich den Durchmesser weiß. Und zwar, jetzt passt mal auf, das Studio von mir noch nicht ganz eingerichtet, aber naja, mehr oder weniger auf jeden Fall. Den Durchmesser kann man ganz einfach mit so einem Messschieber ermitteln. Und diesen Messschieber, da braucht man jetzt einfach nur sozusagen den entsprechenden Finger hier am Gelenk irgendwie so messen. Und dann kann man über dem Durchmesser den sogenannten Umfang errechnen. Also das ist jetzt hier so meine, ja, so stelle ich mir es vor. Und ja, jetzt nächstes Problem wieder. Was tut man, wenn man nicht gleiche Hände hat? Also sprich, wenn eine ein bisschen größer oder kleiner ist. Und da muss man jetzt erstmal schauen, was ist überhaupt die Hand, auf der die Verlobung, also der Verlobungsring drauf ist. Ist es rechts oder links? Ich habe da keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Aber Google weiß das auf jeden Fall. Welche Hand? Verlobung. Verlobung kann man einfach googeln. Das machen wir jetzt hier. Und ja, also Google sagt, der Ringfinger der linken Hand symbolisiert den direkten Weg zum Herzen des geliebten Partners. Da wird in Deutschland der Verlobungsring an der linken Hand getragen. Sehr gut. Jetzt brauchen wir also die linke Hand. Also wissen wir das auch schon. Linke Hand. Sagen wir hier, dickerste Stelle ist hier auf dieser Seite. Also die müssen wir jetzt sozusagen messen. Ja, es ist uhrzeittechnisch schon extrem gut. Meine Freundin geht sehr früh ins Bett, weil sie sehr früh aufsteht. Ich gehe spät ins Bett und stehe natürlich dann entsprechend auch früh auf. Und wir haben uns jetzt hier, also der Rechner sagt es hier, 23:32 Uhr. Und ja, jetzt werde ich mal eine Messung vornehmen. Normalerweise, meine Freundin schläft jetzt schon seit 1,5 Stunden. Und da glaube ich, ist man dann schon in dieser REM-Phase, oder wie der REM-Schlaf heißt, also Tiefschlafphase, müsste die jetzt schon so drin sein. Und jetzt schaue ich mir das Ganze mal an und versuche hier mal einen Durchmesserwert hier zu ermitteln. Da kann ich mal leider nicht mit dieser Spiegelreflexkamera, sondern nämlich eine kleine Kamera her. Entschuldige mal die Bildqualität, aber ich sollte trotz alledem dabei sein.
also Leute, es hat furchtbar gut funktioniert. Ja, liegt auch daran, dass meine Freundin so klassischer Bauchschläfer ist. Also sie schläft gerne auf dem Bauch und dann hängt irgendwie alles so rum. Und von dem her habe ich jetzt den Finger ermitteln können. Und jetzt muss man natürlich hier so einen manuellen Messschieber noch ablesen können. Also ich habe schon mal vorher abgelesen, es sind so 16,2 mm. Und jetzt, wie komme ich jetzt hier von 16,2 mm auf den entsprechenden Durchmesser? Und, Durchmesser habe ich schon, auf den Umfang. Und dazu gibt es ja Mathematik wieder. Immer diese Mathematik. Und zwar der Umfang, also hier, Umfang ist dieser Durchmesser mal Pi. Pi ist 3,14, kann man runden. Das bedeutet jetzt, jetzt brauche ich einen Calculator. Und ja, hier haben wir einen schnellen Calculator vor uns. Also, wenn ich jetzt hier hingehe und also hier vor uns und wir haben jetzt 16,2 mm, das Ganze mal 3,14 ergibt uns 50,868 mm Umfang. Also das ist jetzt hier der sogenannte Umfang dieser ganzen Geschichte. Da ich jetzt bei dieser Messung, sage ich mal, wenn ich hier zusammenfasse, doch gewisse Stränge habe, oben natürlich muss man aufschauen, man geht leichter, eine gewisse Strenge habe, würde ich sagen, da runden wir jetzt einfach mal ein bisschen noch auf, machen wir hier 52 draus, fahren ein bisschen, ja, spielen nach oben, also habe ich hier 52. Und diese 52, die werde ich jetzt mal hier so nachbauen, weil ihr wisst ja, jede These muss auch bewiesen werden in der Wissenschaft und da baue ich mir jetzt was zusammen und zwar eine Art Prototypenring mit Durchmesser 16,2 bzw. ja, so ein bisschen mehr vielleicht sogar und den Umfang von hier 52, 53 so rum und dann testen wir das Ganze natürlich nochmal, weil es hat so gut jetzt gerade geklappt mit dem Dings und das Gute ist, er hat sogar die Hand hängt hier noch so ein bisschen raus aus dem Bett, ideal, da können wir jetzt hier noch ein paar. So, und diesen Prototypen baue ich aus einem schönen Draht. Und zwar, ihr kennt ja häufig von so Kabeln, da gibt es immer diese Teile, die hier so das Kabel sozusagen zusammenhalten. Und da habe ich hier einiges, hier so, die hebe ich mir mal auf, weil kann man mal recht gut brauchen, wenn man irgendwelchen Kabel wieder zusammen macht. Und die sind auch recht, wenn er hier was biegt und so weiter, recht stabil. Und da habe ich jetzt hier schon knopfhofftechnisch was vorbereitet. Und zwar das hier. Das ist hier vom Durchmesser, also ich habe versucht, einigermaßen kreisförmig hier hinzumachen. Wenn ich hier den Durchmesser mal hier so ermittle, dann bin ich hier so bei ja, 16,5 rum. Sowas hier. Also wenn ich hier mal kurz guckt, dann bin ich hier bei 16,5 rum und das will ich jetzt testen, ob das so einigermaßen, selbst mit absoluter Vorsicht, so weiter, ich sag mal hier, wenn das bis hier, also bis zu der schlimmsten Stelle sozusagen raufkomme und dann wieder herunterbringe und wenn das hinhaut, dann weiß ich, die Größe müsste passen. Ja, ist jetzt nicht die beste Messung, aber da kann ich schon mal sicher gehen und kann da irgendwie so ein Teil dann so, ja, ich nenne es mal erwerben. Für die Frau ist das wesentlich wichtiger als jetzt für einen Mann. Zumindest aus meiner Perspektive. Ja, mehr wie ein Metallring ist es für mich nicht. Aber naja, ja, sei es dahin. Ich bin halt nicht der romantische Typ. So. Aber trotz alledem, das testen wir jetzt hier mal aus. Und offen mal. Weil sonst müssen wir wieder nachbessern, beziehungsweise na, wissen wir zumindest die untere Schranke. Das ist mathematisch auch schon nicht schlecht, wenn wir sowas wissen. Gut, also testen wir es.
Bombe, Leute, Bombe. Hat super funktioniert, der ganze Spaß hier mit diesem, ja, Prototypen hier. Natürlich sagen wir auch mit Griff, da kann man noch besser hier was machen. Ideal, perfekt. Also kann man ungefähr sagen, wenn ich so einen 53er Ring nehme, da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen, wenn man es dann irgendwann mal den Ring überreicht. Also feierlich natürlich, also muss man sich schon was überlegen, was man da wieder macht. Ja, mei, aber das gehört halt dazu, das ist halt diese Tradition, was man hier so hat. Und ja, also so würde ich sagen, ist mein Vorgehen in diesem Verlobungsprozess hier. Und ja, in diesem Sinne kann ich eigentlich nur noch sagen, macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Kommentiert mal runter, wer von euch auch schon solche Erlebnisse gemacht hat auf der Suche nach der passenden Größe. Und in diesem Sinne, hier oben könnt ihr natürlich noch abonnieren. Hier geht's weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen. Euer Alexander Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss.